Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, wir schauen uns heute ein ganz tolles Video an. Ich sag euch, das ist ein ganz tolles Video. Ich hab's noch nicht gesehen, aber woher weiß ich, dass es toll ist? Weil mein Lieblings-Ex-YouTuber hier drin ist, ne? Das ist mein Lieblings-Ex-YouTuber. Den finde ich toll, den mag ich sehr gern. Ja, liebes YouTube-Support-Team. Bitte nicht, ihr wisst schon, ne? Bitte nicht hauen. Ja, wir schauen uns heute ein Video an. Das geht allerdings nur 8 Minuten 5 Sekunden. Und ihr wisst, ich rede nicht sehr viel, ne? Lul. Deswegen habe ich dann gleich noch ein anderes Video dahinter. Das geht dann nochmal 5,5 Minuten knapp. Das eine Video heißt, das erste, was wir schauen werden, heißt Durchsage wegen neuem Kanal und zukünftigem Verfahren. Finde ich gut, ne? Wie viele neue Kanäle er damals noch hatte. Und Vlog des Drachen 37, vorerst letzter Vlog. Wird es ein Vlog? Wahrscheinlich nicht. Ne? Denn Rainer weiß nicht, was ein Vlog ist. Ein Vlog, ich sag's immer wieder, ist ein Videotagebuch. Ja, das werden aber nie Videotagebücher. Für Rainer sind einfach Videos, sind Vlogs. Fertig. Ne? So ist das. So, ihr Lieben, wir gehen rein ins Video, aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch darum bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, haut doch gerne ein Abo raus, lasst gerne einen Kommentar da, das würde mir sehr helfen und dem Kanal. Lasst gerne ein Like da, auch das würde sehr helfen. Und jetzt, meine lieben Freunde, nein, jetzt nicht, eine Sekunde, das ist ja wohl eine Frechheit hier. Also, mitten während der Arbeit schreibt der Mad Dog mir. Also sowas, Mad Dog, wenn du das hier hörst irgendwann, Bruder, dann ist aber Turn up. Ne? Also dann ist Turn up. So, jetzt gehen wir aber rein in das Video und schauen uns den lieben Rainer an. Ne? Abfahrt. Metal, Leute. Servus und was. Metal Rainer, würde Rüdiger jetzt sagen. Metal Rainer. Und der Malzahn. Die begrüßen immer sehr nett. Das sind beide sehr nette Menschen. Manchmal bin ich gar nicht so nett. Aber eigentlich schon. Eigentlich bin ich auch ein ganz netter. Ne? Willkommen beim Drachenlord. Ich habe heute einen grünen Hintergrund. Das ist sehr gut. Also das hier, meine Damen und Herren, falls Sie das nicht kennen, das hier nennt man in professionellen Streamerkreisen einen Greenscreen. Ich würde jetzt kritisieren, wie der aufgehangen ist, denn der ist nicht gebügelt, der ist voller Falten, das heißt, der würde nicht funktionieren. Hier ist die Ecke nicht gescheit eingegangen. Allerdings darf ich das nicht anscheinend. Ja? Immer wenn ich das kritisiere, sobald ich die Arbeit der Greenscreen-Kunst unseres Lieblings-Ex-YouTubers kritisiere, bekomme ich immer Ärger vom YouTube-Support-Team. Ja? Auch wenn das einfach Tatsachen sind, ich erkläre nur, wie diese Teile eigentlich funktionieren. Ja? Das sollte hier eine sehr glatte Oberfläche sein, diese Falten sollten nicht drin sein. Dann funktionieren die auch ganz gut. Wenn da sehr viele Falten drin sind, wird man die am Ende sehen. Ne? Aber ja, man kann es auch ganz anders machen. Man hängt den einfach auf und benutzt die Software dann gar nicht. Ne? Hat man wieder Zeit gespart. Werde jetzt denn auch mir die Mühe machen, da online einzubinden und so weiter. Das sind auch noch diese Ecken, das passt. Mühe machen ist sowieso. Ne? Das wird überbewertet. Noch nicht ganz. Aber das tut jetzt erstmal nicht zur Sache. Ich hätte gerade eben auch, als Matti mir geschrieben hat, dieses miese hätte ich auch neu anfangen können, aber das hätte einfach Mühe gemacht. Ne? Ich lerne hier einfach vom Besten. Ja? Ich werde mir auch so eine Torkette. Ich muss mal Lenny aus Wacken fragen, wo er diese wunderschöne Torkette her hat. Die steht ihm auch irgendwie besser als dem Rainer, finde ich. Ne? Der ist ja. Ja. Der ist schon gut. Den finde ich schon sehr gut. Ich habe jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten anderthalb Wochen habe ich jetzt drüber nachgedacht. Oha, das ging schnell. Ne? Er muss sich da selber. Er denkt jetzt gerade, habe ich jetzt gerade gesagt, dass ich sehr lange über ein Thema nachgedacht habe. Macht das jetzt Sinn für mich? Ist auch ein wunderschöner Shot, ne? Also, meine Damen und Herren, bitte Snipping tun Sie jetzt. Ja, ich bin gespannt, über was er nachgedacht hat. Ich mache mal kurz zurück. Ich bin gespannt, über was er nachgedacht hat. Die letzten Wochen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten anderthalb Wochen habe ich jetzt drüber nachgedacht, wie ich weitermachen möchte. Ja, das kann ich dir sagen. Demnächst wirst du dann die Kamera anmachen. Das Video ist von 2013, meine ich.
Nein, doch, ja, 2013. Junge, ich bin ja ganz durcheinander. Ich kann dir sagen, wie es ungefähr 2020 aussehen wird, der Hintergrund. Ziemlich genau so. Ja? Ziemlich genau so. Also alles, was du jetzt an Änderungen ankündigen wirst, nee. Ne? Nee. Er wird zwar noch fülletechnisch etwas zulegen, qualitätstechnisch wird es dann wieder ein bisschen weniger und torhammertechnisch auch. Ne? Den hat er nämlich nicht mehr. Ich habe jetzt einen neuen Kanal gemacht für die Leute, die mich auf Facebook, Instagram und Twitter verfolgen. Habe Wie viel Facebook, Instagram und Twitter er damals noch hatte? das, glaube ich, schon auf Twitter gesagt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das jetzt schon in ein paar verschiedenen Sachen jetzt mittlerweile gesagt und habe auch schon gesagt dazu, dass ich auf Facebook, dass ich einen neuen Kanal auf YouTube habe. Also auf YouTube. Ja, das der schlecht gealtert, Rainer. Ne, der ist schlecht gealtert, der Spruch. Facebook wird auch gelöscht, dazu kommen wir gleich auch noch. Oh Mensch, das arme Facebook. Mensch, ob der Zuckerberg das, der Mark, ob der das, der Zuckerberg, also ob der Zucker mitbringen kann, ob der das verkraftet, wenn Rainer Facebook löscht? Nee, die ist ja auch seine Einnahmequelle von dem Mark. Und dann kommt der Rainer und löscht die Seite einfach. Das ist auch nicht okay, ne? Das ist nicht in Ordnung. Mein neuer Facebook, mein neuer Twitter-Account ist auch noch vorhanden, also es hat sich eigentlich jetzt geändert. Warum ist dein neuer Account noch vorhanden? Und es hat sich einiges geändert. Also, puh. Drachenlord geht alles ganz normal Lords, Rainer mit S. weiter, mit der Ausnahme, dass es keine Vlogs mehr geben wird. Oh nein! Ja, wir werden gleich noch den letzten Vlog werden wir uns gleich noch zur Gemüte führen, Freunde. Alles gut. Die Vlogs werden alle auf dem neuen Kanal Drachenvlogs sein. Rainer, wenn du wüsstest, wenn du zu diesem Zeitpunkt wüsstest, dass dieser Kanal irgendwann dazu führen wird, dass du gegen die TOS von YouTube verstoßen wirst, dass du auf diesem Kanal einen Bann umgehen wirst, tja, wenn du das jetzt wüsstest, würdest du sagen, schnell wieder weg damit. Ne? Denn das ist der Kanal, auf dem er dann live gegangen ist später, als er auf dem Hauptkanal eine Sperre hatte, einen Strike hatte. Die alten Vlogs habe ich mittlerweile gelöscht, bis ihr das Video hier seht. Von dem. Ist sehr nett, ne? Als Streamer, also als Streamer, als YouTuber an sich, ist das sehr nett, erst zu löschen und dann sagen, die werden jetzt gelöscht und die sind jetzt schon gelöscht, ja. Man könnte jetzt auch, wenn man nett ist, könnte man sagen, ey, wenn ihr die Dinger noch haben wollt, ladet sie euch runter, ich lasse dann aber noch eine Woche stehen und dann wird sie gelöscht. Jetzt einfach zu sagen, ey, wenn ihr das hier seht, sind die alle schon weg. Ja, Pech gehabt. Ein bisschen schade, finde ich. Time of Metal bis hin zum Drachenvlog und Blödsinnsvlog. Und alles Trashige wird in Zukunft auf dem anderen Kanal landen. Ne? Das ist ein bisschen. Land, ne? Es wird später wird alles, aber auch wirklich alles auf dem Hauptkanal landen. Ob das Gaming ist, ob das Vlogs sind, ich glaube, davon hat er wirklich, also er hat immer alle Vlogs genannt. Ich glaube, zwei davon von insgesamt 127 oder so waren auch welche. Ne? Also das ist jetzt hier sein letzter Vlog. Er fängt dann aber ständig eine neue Vlog-Staffel an. Bisschen dann so dieses, ich filme mein Leben, also Vlog eben. Wahnsinn, du weißt, was ein Vlog ist. Ja, Rainer, dann frage ich dich, warum sind das denn bitte meist keine Vlogs? Das verstehe ich nicht. So ein Drache läuft, das ist eigentlich ein Vlog, ne? Könnte man als Vlog verkaufen. Aber du nennst es Drache läuft. Du stellst Videos vor, so DVDs, und nennst es Disney-Vlog. Das macht keinen Sinn. Und Drachenlord wird in Zukunft mit verhältnismäßig hochwertigen Videos losgehen und weiter. Oh, demnächst. Also, das war 2013, jetzt haben wir 2024. Ich muss kurz beim Duden anrufen. Also, demnächst bedeutet auf jeden Fall mehr als 11 Jahre. Denn vielleicht kann Matti das gleich für mich machen. Das wäre lieb. Matti, falls du das hier siehst, kannst du kurz beim Duden für mich anrufen, Bruder? Dankeschön. Gehen. Ich möchte hier nämlich jetzt versuchen, mal ein bisschen
produktivere Videos zu machen, da zum. Du kannst Videos produktiver machen. Ob die Videos produktiver sind, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Beispiel, ich habe hier, ich war hier neulich unterwegs und habe so Hashtag Fragt Drache Video gemacht. Das wird auch auf dem anderen. Du warst unterwegs und hast Hashtag FragDrache-Videos gemacht. Hast du die Leute auf der Straße gefragt? Ey, frag mich mal was. Rein, das war 2013, da hat dich noch keiner gekannt. Ne? Und jetzt 2014 wird dir halt keiner antworten. Das ist halt eine Zwickmühle. Anderen Kanal kommen, aber ich habe hier noch ein. Hashtag FragDrache. Die ersten 14 Menschen, die ich gefragt habe. Hashtag FragDrache, frag mich etwas. Wer sind Sie? Ein Skript. Oh, kann man da was sehen? Aha. Klingelständer, Klingelständer, Klingelständer. Skript von meinem letzten. Ich möchte da gar nicht zu sehr reingucken lassen, es soll ja auch eine Menge Überraschung werden. Mach dir mal keine Bange, Rainer. Ne, durch deine, also beim Stream würde ich jetzt sagen, es ist die großartige Internetqualität. Da das aber ein Video ist, ist es eine großartige Kameraqualität. Er hat uns noch nicht mit der Fischei-Optik aufgenommen hier. Finde ich einfach besser. Also diese Aufnahme hier finde ich einfach besser als die meisten anderen, wenn er später mit dieser Fischei-Optik aufnimmt. Und zwar nennt sich das Skript, für, also das ist Skript für die Unterschiede im Metal. Ach Gott, wie oft ist dieses Video angekündigt und gekommen? Es gibt dieses Metal und dieses Metal, es gibt Speed Metal, Super Speed Metal, Super Running Speed Metal, Running Super, Super, Super Fast Speed Metal. Allein dafür hat er vier Videos gemacht. Ja, ich sag euch, wie es ist, es gibt Speed Metal, glaube ich. Ja. Ich habe da mal, als er das erste Mal irgendwie angekündigt hat, habe ich da mal auf seine Website geguckt. Welche Metal-Arten gibt es alles? Und offiziell sind das gar nicht so viele. Ne? Ich kann das auch nicht unterscheiden, sage ich euch. Ich bin kein Metalhead. Ich höre gerne Rock. Ja? Manche sagen dann, hey, AC/DC ist Metal. Manche sagen, das ist Rock. So. Es ist auch ein bisschen Interpretationssache, ne? Und so soll die Serie, also soll das Format dann auch heißen. Das heißt, das wird dann Unterschiede, ich werde dann immer Unterschiede sagen und so. Und beziehungsweise es gibt dann die verschiedenen Arten, zum Beispiel von Metal, die verschiedenen Arten von Festival, dann gibt es die verschiedenen Arten von Festivalsgängern. Woher kennst du denn die verschiedenen Arten von Festivalgängern? Du bist doch der Festivalgänger, der am ersten Abend nach Hause fährt, weil das Mädchen den anderen geküsst hat. Grüße gehen raus an Ariella. Der dunkle Parabelritter oder Parabelritter hat. Der dunkle Parabelritter, ja, das wird er gerne hören. Der dunkle Parabelritter, mittlerweile bekannt als Alexander Prinz. Seine Videos habe ich früher sehr gerne gesehen. Seitdem er bei Funk ist, ist das Ding vorbei. Ne? Da bin ich nicht mehr drin. Das kannst du dir in die Haare schmieren, Freund. Tut mir leid. Ich kann es verstehen. Funk wird bestimmt einen ordentlichen Batzen Geld zahlen. Ja, von dem Geld, was ich als GEZ und ihr natürlich auch, wird der dunkle Parabelritter, also Alexander Prinz, einen ordentlichen Batzen abbekommen. Und ich kann das auch verstehen, dass er das macht. Er muss dann aber auch verstehen können, dass ich mir dieses Woke-Gesiff-Gerede einfach nicht mehr anhören möchte. Ne? Ist leider so. So, wenn jetzt in jeder Einblendung muss jetzt ein Farbiger drin sein. Das ist so, wenn man bei Funk ist. Es stört mich nicht. Aber man merkt, weil es in jeder Einblendung ist, wie gezwungen es ist. Und dieses Gezwungene, dieses Aufdrücken von Political Correctness, das geht mir einfach auf den Sack. Lass mich damit in Ruhe. Glaube ich, sowas auch schon mal gemacht. Ich könnte jetzt anfangen, über Star Wars Acolyte zu reden, aber dann wird das Video hier richtig lang. Und das wird sowas von gelöscht werden. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht falsch ausgesprochen. Sorry. Jedenfalls hat er, glaube ich, sowas Ähnliches auch schon mal gemacht. Ich werde meine Videos jetzt mehr Qualität einfließen lassen. Hier werden jetzt hochqualitative Videos kommen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Und ich bin mir aber gar nicht sicher. Ich verfolge deine Videos ehrlich gesagt nicht so besonders aktiv. Ist aber so das, was er verdient. Aber dennoch verfolge ich das nicht so aktiv momentan. Ich schaue aber momentan auch so gut wie nichts. Ich schaue bloß Apple War eigentlich und MasterChef ab und zu mal. Ansonsten, ich schaue nicht mal mehr iBlali und LeFloid, wobei ich bei LeFloid ab und zu mal reinschaue. Also ich schaue nicht mal mehr LeFloid, obwohl ich LeFloid noch schaue. Das macht jetzt keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass es groß interessiert. Und ich bin da auch ziemlich sicher, dass es Iblabli, also Vic, überhaupt nicht interessiert, ob du ihn guckst. Ne?
Der hatte auch eine Zeit, eine Phase vom Drachengame. Ich fand den gut, ne? Ich finde den auch heute noch gut. Ich habe diese ganze Thematik hier um Unge und so weiter auch mitbekommen. Muss sagen, ich mochte auch Unge immer sehr. Nach dieser Wick-Thematik, also nach Iblabli und so weiter, bin ich da eher auf Iblablis Seite. Ne? Ihr könnt das komplette Video dazu, könnt ihr auf meinem Kanal finden. Geht, glaube ich, insgesamt etwas über 5 Stunden, falls ihr die Zeit habt. Gönnt euch. Also ich bin da zurzeit ziemlich, ja. Jedenfalls, Du bist zurzeit ziemlich ja. Was denn? Was bist du denn zurzeit? Du hast gerade gesagt, du guckst nicht so viele Leute. Denn ich bin zurzeit ja. Okay. Kann ich nicht viel mit anfangen, aber okay. auf meinem Kanal wird es in Zukunft solche Sachen geben wie die Top 5 oder die Top 10 der verschiedenen Gänge, Festivals. Okay, und das ist diese hohe Qualität, ja? Die Top 5 der verschiedenen Festivalgänger. Wild. Metal-Sorten und so weiter. Rainer, wie wär's denn mal mit dem Elden Ring Let's Play? Huh, das würde ich feiern. Ja, Sekiro haben wir schon gesehen. Elden Ring wäre nicht schlecht. Dark Souls. Ja? Demon's Souls. Bloodborne. Let's go. Ich werde auch noch mal ein paar so Kleinigkeiten über verschiedene Fass nur nicht mein Gothic an, bitte. Genres sagen und was ich von den Genres halte. Genre, Rainer. Genre ist egal. Ja, ich sag nach wie vor Genre. Und mal überlegen, was möchte ich als nächstes machen? Ich habe ein neues Programm ja jetzt endlich. Mit diesem Programm kann ich endlich mal ein bisschen Slow Motion machen. Ich kann, muss ich natürlich mich jetzt alles noch mit reinarbeiten. Da habe ich jetzt ja schon, ich habe schon ein paar, ich habe da schon ein paar Tutorials angeschaut. Allerdings ist es größtenteils wieder ein bisschen auf Englisch gewesen. Muss ich mal gucken, ob ich da was auf Deutsch finde. Ansonsten. Ist ärgerlich, ne? Ich sage euch, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Englischsprecher. Es ist keine Muttersprache, aber ich kann mich auf Englisch eigentlich ganz gut verständigen. Ich schaue auch Filme auf Englisch. Aber in so Schnittprogrammen, muss ich sagen, bin ich auch. Also bin ich auch lieber auf Deutsch. Ne? Da ist, ja, da kann ich unseren Rainer verstehen. Ansonsten werde ich meinen Kumpel fragen, der Den Gumbel aus Denken, ja, man kennt. das gleiche Programm hat wie ich. Und ein Greenscreen könnte ich schon ausblenden, aber da ich momentan nur eine Softbox da stehen habe, das heißt, die zweite müsste ich eigentlich dahin stellen, also so, dass die von zwei Seiten leuchten. Das ist korrekt. Am besten noch eine von vorne, ne? Das, damit du gleichmäßig ausgeleuchtet bist. Sonst hast du nämlich zwei Schatten deiner Nase zum Beispiel. Problem daran ist nur, da steht mein Bett. Du könntest also auch einen anderen Raum benutzen. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr eure Nase immer seht, aber euer Gehirn das ausblendet? Habt ihr mir das zum Nachdenken? Ich muss mir sowas überlegen, wie ich das mit der Softbox mache, aber. Wer von euch hat jetzt auf seine Nase geschaut? Schaut, schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall muss noch eine zweite Softbox von hier kommen. Ich könnte auch die Lampe hier oben einschalten, allerdings, das kann ich mal kurz demonstrieren. Wie viel demonstriert er damals noch hat? Hier ist das Licht. Nee, das ist nicht gut. Da ist er nur von links beleuchtet. Nee, das ist nicht gut. Gelb und trotzdem habe ich hier so einen fetten Schatten drinnen. Also ich sehe das mittlerweile natürlich ganz anders. Punkt 1, man sieht wobei meine Hand, mein Schatten sieht man jetzt gerade an meiner Hand. Und Rainer, man sieht deinen Schatten hier komplett im Gesicht. Ne? Hier ist es viel heller. Also auf der linken Seite ist es viel heller als auf der rechten Seite. Das würde das Programm stressen, sagen wir mal. hier oben ist so ein hellerer grüner Fleck und hier oben drüben. Hat er gerade den Antonio Rüdiger gemacht hier? Drüber ist es alles dunkler. Deswegen ist es alles ein bisschen schwierig mit dem Greenscreen, mit dem Chroma Key. Aber daran Ja, schwer, schwer, schwer. werde ich auch arbeiten. Hat sich auch schon herausgestellt, dass das Programm schon allein in den Chroma Key Einstellungen wesentlich komplexer ist als mein altes Programm. Und eine gute Nachricht für euch: Ich habe schon ein bisschen rumgeschnitten und ein bisschen rumgespielt. Ich kann anscheinend bessere Effekte, beziehungsweise ich kann schönere Schnitte machen. Ja, warum sind denn hier keine Schnitte? Und die andere Frage ist, wenn das qualitativ so hochwertig wird, warum kamen dann so Videos wie Arkane Macht? Feuer! Oh, diese YouTube-Partnerkräfte. Und dieses Video hast du gefeiert dran. Das war, sagen wir mal ganz ehrlich, das war von den Special Effects her nicht sehr gut. Ne? Das würde ich besser hinbekommen. Das würde jeder besser hinbekommen.
und das Ganze punktgenauer schneiden, anstatt das wie früher so zu machen, denn das ist echt genial. Also bisher, was ich von dem Programm jetzt so gesehen habe, ich kenne es ja von meinem Kumpel schon, finde ich das alles ziemlich geil und freue mich. Warum benutzt du es dann nicht? Ich da auf jeden Fall drauf, mit dem Programm zu arbeiten. So, die letzte Sache für heute. Mein Facebook ist kaputt. Mein Facebook ist oh nein, sein Facebook ist kaputt. Er hat schon wieder Facebook kaputt gemacht. Ach Mist. Oh nein. Kaputt. Mein Facebook ist im Löschen. Also ich bin dabei. Mein Facebook ist in Löschen. Das ist wie seine Freundin aus Denken. Sein Facebook ist in Löschen. Ist zu löschen, meine Facebook-Seite, die gibt es also in Zukunft nahe. Und ich bin dabei, ich habe einen neuen Twitter-Account. Hat er nicht vorhin sein Facebook, Twitter und was war's noch? Instagram? Hat er das nicht vorhin gesagt, dass er der Ankündigung gemacht hat? Warum ist das Facebook denn jetzt in Löschen? Den habe ich aus verschiedenen Gründen verändert. Jedenfalls, ich wollte sowieso schon lange einen richtigen Drachenlord-Kanal, einen richtigen Drachenlord-Facebook. Drachenlords offiziell. Twitter machen. 15:10. Und da ist ja, wie Facebook dann ausfällt, für alle, die Twitter haben und wollen. Also, wenn du Facebook hast, kannst du kein Twitter mehr haben, oder wenn? Hä? Kann ich mir nicht. Ich hab überhaupt keine Social Medias, ja? Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen interessiert, was ich tagsüber mache. Glaube ich nicht, dass das sehr groß interessieren würde. Außer wenn ich vielleicht abends live gehe. Aber, man kann doch Facebook und Twitter gleichzeitig haben, oder? Könnt ihr mich da natürlich gerne mal verfolgen. Link in der Beschreibung und Link natürlich auf meinem Kanal. Müsste zumindest bereits geändert sein. Und auf meinem neuen Kanal, da ist der Link mittlerweile, hoffe ich, auch in der Beschreibung. Ansonsten ist er irgendwo auf meinem Kanal verlinkt. Der ganz neue Kanal heißt Drachenvlog. Auf diesem Kanal, ich habe bereits auf Instagram heute gepostet, dass... Auf diesem Kanal werden Vlogs kommen. Da, 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 da. ...ich mir Inliner gekauft habe. Will ich ja schon ewig fahren. Allerdings ist das Wetter jetzt, die Jahreszeit ist nicht unbedingt ideal dafür. Natürlich. Ja, ich würde mir auch mal im Winter würde ich mir Inliner kaufen. Macht Sinn. Da sind die billiger. Hat er schon recht. Natürlich, aber dennoch, fürs nächste Jahr auf jeden Fall werde ich dann viele Filme... Also ist jetzt kein Spaß, ne? Also wenn ihr euch wirklich so einen Krempel kauft, dann kauft ihr den im Winter. Im Winter sind die Sachen billiger als im Sommer. Im Sommer sind die nämlich sehr beliebt immer. Ruhig, Rainer, das kannst du nachher rausschneiden. Fürs nächste Jahr werde ich dann viele Filme aufnehmen und da dann hochladen. Auch wenn... Dann kannst du auch Vlogs aufnehmen, der Kanal ist ja Drachenvlog. Meine Videos in Zukunft wieder kürzer. Ich will die jetzt endlich mal auf so 5, vielleicht 10 Minuten halten. Und eigentlich unter 5 Minuten, oder so 5 Minuten, vielleicht 7 Minuten halten. Gut. Dann war es eigentlich soweit von mir. Wahnsinn, das Video geht noch 2 Minuten. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Das ist ausnahmsweise mal aktiviert. Ich möchte das nochmal versuchen. Die Kommentare sind ausnahmsweise mal aktiviert. Wenn du das als YouTuber sagen musst, machst du wahrscheinlich gerade was falsch. Ne, das sehe ich normalerweise nur auf so Sachen von Funk. Ich werde sie nicht unter jedem Video mehr aktivieren. Und falls jetzt einer fragt, ja, ich mag Funk nicht. Aber ich werde sie vorübergehend einmal unter diesem Video und unter bestimmten Videos werde ich sie wieder aktivieren. Wenn ihr euch in diesen Kommentaren ja, vorbildlich verhaltet, werde ich die Kommentare wieder aktivieren. Ansonsten wird es die Kommentare bei mir anscheinend eben nicht mehr geben. Ja, das ist dann sehr schlecht. Jetzt gerade, wie das auf YouTube läuft, der Algorithmus, um deine Videos dann jemand anders vorzuschlagen, braucht Kommentare. Deswegen wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, Freunde. Einen lustigen, einen witzigen, egal, einen lieben, das wäre schön. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, ne? Das würde helfen. Gleiches Verfahren auf meinem Zweitkanal Drachenvlog. Dort wird es genauso sein. Wenn ihr euch da vorbildlich verhaltet, da werden die Videos aktuell noch komplett mit Kommentaren sein, wenn ihr euch da vorbildlich verhaltet. Und das gilt auch für die Fans. Ihr könnt durchaus beweisen und zeigen, dass ihr halt da auf meiner Seite seid, indem ihr halt kommentiert. Wir sind alle auf deiner Seite, Rainer. Alle. Wir alle sind auf deiner Seite. So ein Ding ist es. Kommentare von Hatern und Trollen löscht, beziehungsweise diese
auf Spam melden geht oder sowas, dann kommt das alles in meinen Spamfilter, dann kann ich das alles löschen und dann hat sich die Sache nämlich erledigt. Also die Leute sollen die Arbeit für dich machen. Okay. Ja, okay. Achtet mal genau drauf, denn mir Ich achte ganz genau drauf. ist aufgefallen, viele der Trolle und Hater gehen her und schreiben absichtlich viele Fehler in ihre Kommentare. Kenne ich auch einen. Drachen, irgendwas mit Drachen heißt der. Der schreibt ganz viele Fehler im Handy. Ich weiß auch nicht. Bestimmt ein Troll. Ich habe nämlich dann gelegentlich mal ihre anderen Kommentare angeschaut und hat auch Herr Kumpel hat mir das auch bestätigt, dass eben viele Trolle hergehen und da nur bei mir absichtlich fehlerhaft schreiben, ihr Assis. So, für alle Fans, ihr könnt das wie gesagt gerne machen. Und das mit Assis war übrigens auf Hater bezogen und Trolle. So, jedenfalls. Ja, hast du ja vorher gesagt. Hat man verstanden eigentlich. Ne? Falls könnt ihr das, wie gesagt, mich da ein bisschen unterstützen, indem ihr hergeht und Wenn ich dich jetzt nicht unterstützen möchte, was dann? da könnt ihr mich unterstützen und dann sehen wir, wie das weitergeht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wenn das Wetter heute noch ein bisschen schöner wird, gehe ich noch ein bisschen skaten. Ja, das Wetter wird leider nicht mehr schöner wahrscheinlich. So, hier sagt er jetzt Metal off. Das heißt, meine lieben Freunde, wir gehen ins nächste Video. Ja, direkt rein, ohne Zeitverschwendung, Abfahrt ins nächste Video. Los geht's. Wer nicht hören will, der sollte halt fühlen. Auch wenn das eigentlich überhaupt nicht mein Wahlspruch ist, normalerweise. Sehr schön. Und nein, ich habe aus Versehen die Intro-Musik vorgespult. Das war aus Versehen, Freunde. Tut mir leid. Ja, meine Tür ist offen und ich bin heute mal ziemlich am Rumwuseln. Ja, Wusel und Werkel, ne? Aufräumen, sauber machen, ein bisschen so das Übliche für. Ja, das Übliche. Das ist bei Rainer nämlich üblich. Aufräumen und sauber machen, das kennt man. Ja, man hat es immer das sauberste Haus des Altschauerbergs genannt. Das war der Spitzname dafür. Weihnachten halt. Ja. Hört mal ganz kurz schauen. Ja, ihr könnt sehen, ich bin jetzt hier on the fly. Qualität 360p. Mir geht leider nicht, Freunde. Es gibt ein Weihnachtsvideo am Montag, also heute. Allerdings, und ich habe eigentlich. Ja, dann lad doch das hier nicht hoch. YouTube, gerade der YouTube-Algorithmus mag es nicht, wenn man zwei Videos pro Tag hochlädt. Oder mehr, ne? YouTube findet das besser, so ein Video pro Tag. Ich sag, dass die Vlogs weniger werden zu dem Zeitpunkt, aber jetzt im Moment ist Sonntag und ich habe jetzt noch Zeit, weil eigentlich war. Rainer, seien wir ganz ehrlich, ja? Du hast immer Zeit. Ne? Du musst nämlich nicht zur Arbeit. Geplant, dass ich jetzt halt schon ein Video aufnehme. Allerdings haut das nicht hin, weil ich hätte gerne so eine Weihnachtsmütze, die ich mir. Also er will jetzt ein Video aufnehmen, aber das haut nicht hin, sagt er, während er ein Video aufnimmt. Wir hören nochmal rein. Vielleicht, ey, vielleicht liege ich ja falsch. Ne? Kann ja sein. Ich will ja auch fair sein. Schon ein Video aufnehme. Allerdings haut das nicht hin, weil ich hätte gerne so eine Weihnachtsmütze, die ich mir dann nachher besorgen werde. Also für euch nachher, für mich morgen. Und oder auch für mich nachher. Mal schauen, wenn ich wach bleibe. Mal gucken. Ja, muss ja nicht schlafen, muss ja nicht ausgeruht zur Arbeit gehen, ne? Hab mir jetzt auch schon freigenommen und alles. Und Ach. Ich hab mir schon freigenommen, aber sicher, ne? Aber sicher, du hast dir freigenommen. Zwinker, zwinker. Natürlich. Also nicht wieder schreiben. Bist du arbeitslos? Doch, Rainer, du bist arbeitslos. Das ist halt nun mal so. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass das. Es ist jetzt nicht so, dass es in Deutschland genug Arbeitsplätze für alle Menschen gibt. Ja? Jeder kann mal arbeitslos werden und so weiter. Alles gut. Und zu der Zeit war er noch nicht besonders lange arbeitslos. Aber Rudi hat ihm damals schon eingetrichtert, arbeitslos ist nicht gut. Ja, das hat ihm sein Vater eingetrichtert. Und er hat sich immer dann für seine Arbeitslosigkeit auch geschämt ein bisschen und hat deswegen immer erzählt, dass er der harte Arbeiter ist, der harte Malocher. Deswegen war ja für ihn auch alles immer Arbeit. Was diese Sache angeht mit Bla, ich würde angeblich hier, ja. Ja, da haben wir es wieder. Die sagen immer, ja.
immer noch was, mir würde das noch immer was ausmachen. Wer jetzt immer noch glaubt, dass mir das mit dem Träumen was ausmacht, der hat immer noch nicht begriffen, dass es mir mittlerweile. Am Anfang war es vielleicht wirklich mal ein bisschen, aber mittlerweile. Rainer, du willst die nächsten 10 Jahre nur noch Content für Trolle machen. Ja, du wirst überhaupt nicht mehr auf deine eigenen Leute eingehen, selbst wenn da Leute reinkommen, die noch dir gegenüber ein bisschen positiv gestimmt sind. Auf diese Leute wirst du nicht eingehen. Du wirst, da schreiben 3 Leute in deinen Chat. 2 schreiben, hi, wie geht's dir? Und der andere schreibt, na Dicka. So, du wirst auch die beiden, die, wie geht's dir, schreiben, wirst du sagen, das habe ich schon 100.000 Mal gesagt. Und bei, hey Dicker, da wirst du wieder abgehen. Ne? Du machst im Endeffekt später nur noch Content für diese Trolle. Ist halt wirklich so. Das kann man leider nicht anders ausdrücken. Aber es wird es wirklich so schnurzegal, denn die... Es ist ihm so schnurzegal, dass er gerade ein Video darüber macht. Ne? Die greifen einfach nicht, dass die sich selbst damit schaden. Punkt 1. Ich wünsche allen Hatern und Trollen da draußen eine fröhliche Weihnachten, denn auch... Ja, ich auch. Ist zwar gerade nicht die Zeit, aber wenn es soweit ist, ne? Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Auch ihr habt eine fröhliche Weihnachten verdient. Ja, alle eigentlich. Wenn ich in Zukunft mit Sarkasmus antworte oder reagiere, wundert euch... Dann könnte es witzig werden, Rainer. Dann können wir nicht beim Bingo wahrscheinlich ziemlich schlechten Konter abkreuzen. Drüber nicht. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass ich irgendwann mal sarkastisch anfangen werde zu kommentieren. Das habe ich vorher... Warum hast du es dann nie getan? Weil du es nicht kannst. Du weißt selber, dass du keinen Sarkasmus kannst. Ne? Da ist so ein Ding wie, du bist wie ein Stein in der Wüste auf einem unterirdischen Feldweg, den es gar nicht gibt. Das war deine Art von Sarkasmus. Deine Art, du hast mal gesagt, du bist sehr schlagfertig, nur nicht dann, wenn es drauf ankommt. Rainer, das ist aber die Definition von schlagfertig. Ne? Das sind deine eigenen Worte. Ich habe nie gemacht, weil mir das eigentlich nicht gefällt, aber wenn ich höre... Ich bin sehr gerne sarkastisch. Hören will, das sollte halt fühlen, auch wenn das eigentlich überhaupt nicht mein Wahlspruch ist. Nochmal. Also, wer nicht hören will, der muss fühlen, auch wenn das nicht sein Wahlspruch ist. Ich gehe mal ganz kurz zurück ins letzte Video. Da hat er gesagt, ein paar Trolle haben doofe Kommentare geschrieben, also habe ich sie für alle ausgestellt. Auch für die Fans. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Auch wenn das gar nicht sein Wahlspruch ist. Später wird er noch Sachen machen wie, alle machen Sachen. Wie, ey, ich habe ein Video aufgenommen von 4 Drachen der Metal, aber das lade ich jetzt nicht hoch, weil ich euch bestrafen will. Wild. Ich sage immer noch, Leute, ich wette ein Zwambo drauf. Dieses Video wurde niemals aufgenommen. Ist halt so. Ja, das wäre das Gleiche. Ey, wenn ich jetzt hier nicht mindestens 1000 Likes habe, werde ich nicht mein neues Gothic 2 Video, wo ich einen Speedrun mache, in dem ich Gothic ohne Glitches auf einem 100% Run in 45 Minuten durchspiele. Ich werde hier wahrscheinlich keine 1000 Likes drauf kriegen. Also... Kann ich sagen, was ich will. Normalerweise. So, des Weiteren, es gibt ja insgesamt 4 Videos diese Woche auf Drachenlord. Wohlgemerkt nicht auf Drachenblog, sondern auf Drachenlord. Auf Drachenblog habe ich allerdings auch schon was in Planung seit einigen Tagen. Dann mach's doch. Das wäre doch sinnvoll. Und wenn alles hinhaut, werde ich heute noch, also für euch gestern, werde ich heute noch ein Video auf meinem neuen Kanal Drachengames hochladen. Also beziehungsweise Drachengames heißt der nicht mehr, heißt der Drachen-LP mittlerweile und ist mittlerweile ein verknüpfter Kanal von Drachen. Es wird danach mal Drachengames-LP. Kleiner Funfact, habe ich gerade im letzten Video schon gesagt, es wird dann kein Content mehr darauf hochgeladen, sondern alles auf den Hauptaccount. Ja, weil der konnte monetarisiert werden und da haben seine Let's Plays noch irgendwie 500 Klicks bekommen und ja. Lord. Was allerdings dazu führen wird, dass ich vermutlicherweise da eigentlich das andere noch Zeug machen werde. Muss mich da mal ein bisschen umschauen, wie ich das Ganze anstelle. Muss ich mal schauen, wie ich das mache? Muss ich mal drüber nachdenken? Und die so immer. Ja! Aber wenn es alles gut hinhaut, haben wir da definitiv einen schönen Vorteil. Du hast einen super Vorteil, Rainer. Also wirklich, mehrere Kanäle machen kann nur vorteilhaft sein. Ja. Warum auch immer. Irgendwie nicht. Ansonsten gibt es eigentlich nicht sonderlich viel zu sagen. Wir haben im Prinzip ja das Übliche eigentlich an Zeug.
Weihnachtslieder wird jetzt das erste Video sein, das kommt heute noch. Oh Gott, Weihnachtslieder. Ey Leute, wenn ich irgendwas an Weihnachten hasse, ist es Weihnachtsmusik. Boah, das ist so schlimm. Und wenn ich nochmal Wham! Last Christmas höre, weiß ich nicht, was ich tun werde. Aber es wird was mit meinem Fenster zu tun haben und mit dem Fall zu Boden. Allerdings erst auf heute Abend zu, vermutlich, weil ich das erst drehen kann, sobald ich diese blöde Mütze habe. Deswegen werde ich vermutlich auch durchmachen und mir direkt um 8 Uhr mein Auto packen, zum Tanken fahren, denn ich muss tanken. Genius. Und dann muss ich, ja, Genius vor allem, ja. Es ist intelligent, dass man tanken muss, wenn man ein Auto fährt. Rainer, das ist jetzt komplett am Thema vorbei. Ist es auch egal. Ja, du musst tanken. Wir haben es verstanden. Du musst tanken. Du musst ständig tanken. Ja? Das liegt ja daran, dass du nur für einen Fünfer tankst. So, wie auch immer, ich muss auf jeden Fall dann tanken fahren und danach fahre ich direkt in einen kleinen Teddy-Laden. Da gibt es ja diese komischen Mützen. Ja, ich kaufe mir den Teddy-Laden. Oh, ich bin arm, arbeitslos, blöd. Ist doch auch nicht schlimm, Rainer. Was ist denn schlimm daran, in Teddy oder Teddy oder wie man das nennt, zu gehen? Ist das nicht so ein 1-Euro-Laden? Was ist daran schlimm? So hätte keiner was zugesagt. Nein, ich kaufe mir den Teddy-Laden, weil ich gebe garantiert nicht 300 € für irgendeine komische Weihnachtsmütze aus, die möglichst echt aus. Nee, gibst du später für so einen Zylinder aus, ne? Für so und so viel Musiker in so und so viel Sekunden. Ja. Und die ich dann nur viermal benutze im Jahr oder nur zweimal im Jahr benutze. Ja, dann ist ja auch zweimal Weihnachten. Und nee, also ganz ehrlich, sehe ich gar nicht ein. Jedenfalls werde ich mir die zulegen und dann werde ich drehen. Und am Montag wird es jetzt so sein, die Weihnachtslieder. Am Mittwoch werden die Weihnachtsfilme kommen. Filme, Filme, Filme. Ich wollte es gerade sagen, ich war zu langsam. Mist. Und vermutlich, da muss ich aber echt noch sagen, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Es sollten schon mal vier Videos kommen. Jetzt war vermutlich und ich weiß noch nicht. Wenn ihr artig seid. Wenn ich hören will, muss fühlen. Oder nicht. An Freitag werde ich vermutlich ein kleines Video machen. Das werde ich auf Facebook wahrscheinlich bloß bekannt geben, Facebook und vielleicht auch auf Twitter. Facebook ist übrigens in Löschen. Deswegen folgt mir auf Twitter, dass ich vermutlich dann in Nürnberg irgendwann im Laufe dieser Woche bin, so wahrscheinlich am Donnerstag und da ein bisschen filmen werde. Da dann auch ein bisschen so, wenn ihr da dabei seid und ich werde euch das, wie gesagt, vielleicht werde ich es auch in einem Video sagen, mal schauen. Bin schon wieder voll. Rainer, du sagst es gerade in einem Video. Ja, no hate, no troll, no anything. Aber du sagst es gerade in einem Video. Verplant. Jedenfalls, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich das halt irgendwie erwähnen werde. Und wenn ihr Ja, hast du grad? dann Weihnachtsgrüße machen wollt und ihr aus der Nähe von Nürnberg kommt, dann könnt ihr natürlich ganz gerne da mal hinschauen und sagen, ey, Drachenlord, bla, und dann, Rainer, du hast zu diesem Zeitpunkt irgendwie knapp 30 Abonnenten. Warum glaubst du, dass du jetzt, wenn du nach Nürnberg fährst, die Leute auf dich zukommen und sagen, ey, Drachenlord, ey? Warum glaubst du, könnte das passieren? Ein Lenny aus Wacken, der das ankündigt, ey, ich bin in Berlin, ja, da könnte das klappen. Ja, das sehe ich. Aber jemand mit 30 Abonnenten, den wirklich zu der Zeit noch niemand kennt, fährt nach Nürnberg und wartet darauf, dass er angesprochen wird? Na? Ich weiß nicht, ob der Plan besonders gut ist, aber es ist zumindest ein Plan, ne? Wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, dann dürft ihr gerne auch sagen, oh, darf ich einen Weihnachtsgruß sagen und so weiter. Oh ja, bitte. Ich kann euch sagen, es würden, wenn das so passieren wäre, würden zwei Weihnachtsgrüße da drin sein. Einer von Dorian, einer von Imp. Und die würde ich mir noch gerne anschauen sogar. Dann werde ich die ganzen Weihnachtsgrüße zusammenpacken, wenn ich da ein paar habe, werde ich die zusammenpacken und am Ende vom Video hinpacken. Und dann werden da ein paar Weihnachtsgrüße noch rauskauen. Ansonsten werde ich dann quasi so eine kleine Sache machen. Ich werde teilweise am Greenscreen stehen und teilweise eben unterwegs auf dem Gelände. Also du wirst am Greenscreen stehen in Nürnberg. Wilder Plan, finde ich gut.
weiß noch nicht, ob ich da, während ich da unterwegs bin, spreche oder ob ich dann den Sound leiser mache und dann meine Stimme einfüge. Mal schauen. Ich dachte, du wolltest die Videos der Leute einfügen. Warum jetzt deine Stimme? Es kommt dann drauf an, wie das von der Lautstärke hinhaut. Es ist vermutlich sehr viel los und ich weiß noch nicht, wann ich wirklich hingehe. Vielleicht bin ich schon am Mittwoch. Es ist dann richtig viel los, ne? Gerade wenn Rainer da ist, ne? Mittwoch da, vielleicht bin ich aber erst am Donnerstag da. Das wird sich zeigen. Und ja, das war's eigentlich soweit schon von mir. Ey, an meine 30 Abonnenten, ja? Zwei davon bin ich selber oder drei und einer meiner Schwester. Ich bin übrigens vielleicht an dem oder an dem anderen Tag da. Wir werden uns sehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtswoche. Genießt es. Macht noch eure letzten Einkäufe. Macht es nicht auf dem letzten Drücker, so wie ich immer. Muss ich leider sagen, mache ich auch mal auf dem letzten Drücker. Und ja, fröhliche Weihnachten, meine lieben Mettler. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Leute, das war's. Haben wir uns zwei schicke Videos angeschaut. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Und falls ihr mal Lust habt, live dabei zu sein, Freunde, der Link zu meinem Twitch-Account, da bin ich fast jeden Abend live, immer so gegen 18 Uhr, der ist in der Videobeschreibung. Ne? Würde mich freuen, wenn wir uns nochmal live sehen. Gut, das war's jetzt auch. Ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag. Ganz viel Liebe an euch. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Und Metal Love.